definieren Sie Terrorismus? Aktuelle Definition: ein Individuum oder eine Gruppe, die unter Einsatz von Gewalt ein politisches Ziel verfolgt. Die Regierung glaubt, dass Drogenkartelle dieser Definition entsprechen. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast, mittlerweile Nummer 524. Ja, mit mir in der Leitung, die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und der Erik ist auch da. Hallo Erik. Ja, danke, danke. Willkommen in deiner Sendung. Danke, danke. Und wie ist das WM-Fieber bei euch langsam abgeklungen? Oder? Ja, Eishockey-WM ist ja schon eine Weile her, deswegen alles gut. Ja, Tour de France beginnt ja auch. Guckt das jemand von euch? Nö. Nee. Also mir reicht schon, gedopte Fußballspieler zu sehen, dann brauche ich nicht auch noch gedopte Fahrradfahrer. Gedopte Fußballspieler, du machst da ja ein Fass auf hier. Ei, ei. Ja, ein ganz heißes Eisen. Ja. Mit dem Thema Frauen und Karneval packst du zwei ganz heiße Eisen. Loyo. ja, apropos heiße Eisen, wir hatten in der Sneak Preview den Film Sicario 2, da wurden heiße Schießeisen angepackt. Ha, die Überleitung wieder. Über den wollen wir gleich mal sprechen. Da wir auch Sicario 1 in der Sneak Preview hatten, sind wir natürlich voll auskunftsfähig. Also, das passt ja. Und Sicario 1 habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal wieder geschaut gehabt. Habe ich so eine schöne Special Edition hier. Ja, Sicario 1 war ja mit oder von Denis Villeneuve gedreht, der ja auch zum Beispiel Arrival gemacht hat, ich auch großartig fand, oder Prisoners, mit Emily Blunt in der Hauptrolle, die quasi so ein bisschen reingeschlittert ist in so eine Truppe, die so halblegal über der mexikanischen Grenze operierten und da eben zum Wohle aller irgendwie ein paar Operationen ausgeführt haben. Und sie war dann halt immer hin und her gerissen zwischen dem, ach, soll sie da jetzt mitmachen oder soll sie nicht mitmachen, aber sie wird halt in diesen Strudel reingerissen. Teil 2 ist nicht mehr von dem Regisseur Denis Villeneuve, sondern macht jetzt Stefano Sollima. Emily Blunt ist auch nicht mehr dabei, allerdings zwei andere Hauptdarsteller, nämlich Benicio del Toro und Josh Brolin sind mit dabei. Die Story stammt weiterhin von Taylor Sheridan, der hat anscheinend da mehrere Bücher geschrieben, was auch an sich ganz gut war, denn dadurch wurde das nicht so ein ganz stupider Actionfilm, sondern hatte doch noch ein bisschen Substanz. Und im Sicario 2, das schließt eigentlich fast nahezu nahtlos an den ersten Teil an, bloß hier ist es dann so, dass über die Grenze, offensichtlich über die mexikanische Grenze in die USA, offensichtlich irgendwelche Terroristen illegal eingereist sind, die dann Anschläge verursacht haben. Und also Trump-Wähler wird das ja jetzt aufschrecken, ja, also da muss unbedingt was getan werden. Und so versuchen die dann eben hier auch einen Krieg zwischen den Drogenkartellen anzuzetteln, indem sie in Stufe 1, die sie da zünden, wollen sie die Tochter von dem einen Drogenbaron entführen und das so aussehen lassen, als wäre das jemand von dem anderen Kartell gewesen. Und dann wollen sie sich halt zurücklehnen und Popcorn essen und gucken, wie die sich da aufeinander, wie die aufeinander losgehen, weil sie gesagt haben, ein sogenannter Königsmord, also wenn sie da jemanden umbringen, den Drogenkartellboss, wenn sie den umbringen, dann bringt das gar nichts, weil dann zersplittert das Kartell in tausende kleine Teile und irgendwie verschiedene Leute übernehmen dann andere Teile und ist überhaupt nicht mehr kontrollierbar. Deswegen kommen sie eben auf die Idee, dass eben die Kartelle untereinander sich bekriegen sollen. Dabei läuft nicht alles so unbedingt glatt, wie man sich denken kann, weil sonst wäre es kein Film. Und wie es auch schon im ersten Film war bei Sicario, gibt es auch noch so eine Parallelgeschichte, die mit der Hauptstory eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, wo es aber dann doch mal diverse Überschneidungen gibt. Und die handelt hier davon, dass ein junger Mann, der auf der amerikanischen Seite hinter der Grenze lebt,
der wird von seinem Cousin angeheuert, doch mit bei diesem Menschenschmuggel mitzumachen, weil er sich ja auch ganz gut auskennt und er spricht beide Sprachen und hat einen US-Pass und so weiter. Und er schlittert dann so ein bisschen in diese ganzen Sachen rein. Das ist so die Parallelgeschichte. Ja, oder? Was, irgendwas vergessen, Chris? Nee. Nee. War ganz schön spannend, oder? Hätte ich nicht gedacht. Ja und nein. Also ich fand, der Film hatte zwischendurch seine Längen mal, wo mir nicht so gut gefallen haben, aber insgesamt eigentlich eine doch schön erzählte Geschichte. Also schön erzählt, ja. Man kann mal jetzt wieder sagen, ja, ist ja kein Liebesfilm oder sowas, aber die einzelnen Puzzleteile haben extrem gut ineinander gepasst. Man hat gemerkt, okay, das ist einiges Durchdachtes dabei und es war sehr spannend dann auch zu sehen, ja. Ja, das hatte ich bei diesen Trailern. Wir hatten, glaube ich, auch irgendwo mal den Trailer gesehen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es in der Sneak war, wo man sehr sporadisch... Ja, in der Woche davor lief der Trailer. Ah, okay, das war wohl ein Hinweis. Ein Hinweis, der als solcher... Okay. Ja, der Trailer, da hatte ich schon... Da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob der gut wird. Ich habe halt gedacht, die wollen einfach dieses Pferd reiten, bis es tot ist. Und haben halt irgendwie nochmal die zwei Hauptdarsteller mit drin und machen halt irgendeinen stupiden Actionfilm da draus. Es hat sich mir erst wirklich während des Films erschlossen, dass die Story eigentlich ziemlich gut geschrieben ist auch. Und am Schluss stand ja dann auch da, dass es von Taylor Sheridan geschrieben war auch. Und ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich da mit wesentlich positiverer Stimmung reingegangen in den Film. So wurde ich halt eher positiv überrascht, weil ich eigentlich nichts erwartet hatte. Ich dachte eigentlich, wir sehen jetzt hier so ein, wie hieß dieser eine Film mit Schwarzenegger, wo der auch so in der Nähe von der Grenze, wo die da irgendwie einen aufhalten müssen, The Last Stand oder sowas, ne? Ich dachte, ja, wir sehen da so einen, ja, so ein, weißt du, so einen ganz einfachen, simpel gestrickten Actionfilm, der halt irgendwie den Namen noch versucht, ja, weiter zu benutzen. Ja. Aber großartige ja. Darsteller. Ja, das auf jeden Fall, also. Waren jetzt nicht ganz so Benicio viele... Benicio del Toro, super. Ja, definitiv. Waren jetzt nicht ganz so viele Ebenen drin, wie in dem ersten Sicario, aber das hatte doch schon ein paar unerwartete Wendungen und ich fand es auch schön, dass es sich zwischendrin auch mal ein bisschen Zeit genommen hat, wo die zum Beispiel dann auf der Flucht sind und bei diesem einen taubstummen Mexikaner da aufschlagen oder so, mehr will ich jetzt mal nicht sagen. Ja, das sind so Szenen, die sind jetzt eigentlich für den Film nicht so wichtig, aber ich fand es halt irgendwie ja total stimmig und passend, dass einfach mal sowas auch, dass der Film sich auch mal Zeit nimmt, mal Luft zu holen und nicht nur Schießereien, von denen es mehr als genug gab. Ja, wobei da, wie gesagt, war es mir an mancher Stelle dann zu viel Luft holen. Ja. Hätte ich es mir ein bisschen kompakter gewünscht. Also mit 2 Stunden irgendwas ist er ja schon gut dabei, der Film, deswegen... Manchmal ist weniger mehr. Ich glaube, bei einer Facebook-Gruppe hier, bei Metropulsnik, hatte, glaube ich, jemand was kommentiert. Da hatte geschrieben, von der Action her sehr gut, aber aus welcher Motivation heraus eine 16-Jährige ohne Wasser aus einem gepanzerten Auto in die Wüste abhaut, erschließt sich ihm nicht. Auch sonst sind wesentliche Handlungsentscheidungen nicht nachvollziehbar. Ich glaube, wenn, also das, was da abgegangen ist, ne, also das ist ja wirklich dieses typische, im Amerikanischen sagt man da, the shit hits the fan, also die Scheiße trifft auf den Ventilator. Was da passiert ist in dieser Szene und wenn ein junges Mädchen, was 16 ist, in sowas reingerät, ich glaube, ich würde es niemandem verdenken, dass... Also war die wirklich 16? Also ich weiß nicht, war doch da noch irgendwie in der Schule oder so? Ja, aber sie wirkte nicht wie 16 auf mich. Also es war eher so 13, 14, hätte ich jetzt gesagt. Ach so, noch jünger sogar, dachtest du? Ja, okay. Ja, eher jünger. Okay, ja, selbst wenn, also dann umso mehr, weil wenn da sowas passiert, dann ist das einfach nicht mehr logisch erklärbar. Also wahrscheinlich würde auch jeder von uns, also wir haben zwar alle vielleicht irgendwie Counter-Strike und Call of Duty gespielt, aber wenn wir in so eine Situation kommen, du weißt nicht, wie jemand reagiert. Wenn wirklich die Schüsse um dich rum einschlagen und wenn da echt, wenn Menschen um dich rum sterben und ich glaube, dann würde vielleicht jeder, wenn er die Chance sieht, die Flucht vielleicht ergreifen und dann erstmal so, ja, scheiß auf Wasser, ich gucke erstmal, dass ich hier aus diesem Schussfeld wegkomme und dann gucke ich erstmal, dann warte ich erstmal ab, bis sie sich alle totgeschossen haben, dann kann ich ja wieder hingehen oder so.
Ja. Ja, wer weiß. Also ich glaube, das würde ich jetzt dem Film jetzt nicht vorwerfen, dass sich das, gerade diese Szene, dass sich das nicht erschlossen hat. Das mit dem gepanzerten Wagen, ja. Ewig hält so eine Panzerung halt auch nicht, ne? Nee, und nicht wirklich. Aber okay, mein also, Gott. Was er da meint mit auch sonst, sind wesentliche Handlungsentscheidungen nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob er das meint von dem Mädchen jetzt im Speziellen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also es gab ja natürlich ein paar Sachen, aber... Aber, ja, wie du sagst. Naja, ich überlege gerade, also es war halt, ja, es war halt immer so eine Sache, ja, das kann durchaus sein, dass jemand diese Entscheidung trifft. Das muss ja nicht immer alles nun rational durchdacht sein, gerade wenn jemand irgendwie unter Druck ist oder in Lebensangst, Todesangst, nicht Lebensangst, Todesangst hat, macht vielleicht Dinge, die er sonst nicht machen würde. Ja, wer weiß. Na, also für mich auf jeden Fall ein ziemlich guter Film. Ich habe, sehe ich gerade hier in der Facebook-Gruppe, 8 Punkte gegeben. Dazu stehe ich auch. Ich empfehle diesen Film auch weiter. Erkläre dich. Ich fand den, also dem Originalfilm, was heißt Original, dem ersten Teil habe ich ja irgendwie, weiß nicht, 9 oder 10 sogar gegeben oder 9,5. Der hat mich ja wirklich umgehauen damals und der war auch von der Regie her top und hier fand ich gerade so die Szenen, wenn sie mit irgendwelchen Fahrzeugen oder Flugzeugen unterwegs waren, es waren immer die gleichen Einstellungen und so, da war ein bisschen wenig Kreativität drin. Und dann war dieser eine Nebenstrang, das, was da passieren würde, hat sich für mich schon viel zu früh angedeutet. Ich will es mal spoilerfrei sagen. Da war so dieser Aha-Effekt, ja, nicht ganz so. Deswegen, ja, der war da ein bisschen. Aber hat trotzdem noch ein cooles Ding am Ende. Unbedingt noch sitzen bleiben und so. Ja, es ging ja schlicht ein bisschen zu früh an, muss man auch sagen. Ja. Genau, im Kino hat man wohl gedacht, ach, wir zeigen hier 90-Minuten-Film und dann ging plötzlich Licht an und da gingen schon Leute. Und dann kam aber da wirklich noch was, dann ging das Licht nämlich nochmal aus. Und, ja. Was gibst du punktemäßig? Ich sehe das hier gerade gar nicht. Ich bin bei 7 Punkten. Ach, ja. Weil, wie gesagt, er zwischendurch ein paar Längen hatte einfach. Die Schauspieler fand ich allerdings cool. Und ja, die Story auch. Aber wie gesagt, die Längen machen es für mich so ein bisschen, stufen es ein bisschen herab. Und es war jetzt kein Mega-Monster-Top-Film, sondern einfach grundsolides Ding, das man sich echt anschauen kann. Schönes Sommerkino. Ja, Sommerkino. Gute Laune-Kino. Ja, eher nicht, aber... Jo, na ja, dann, überlegen wir doch mal, was morgen kommen könnte. Kate, hast du die, ach nee, Chris, erstmal hast du den Tipp für morgen parat und Kate dann die bereits getippten Filme? Der Tipp für die Sneak Nummer 957 vom 9. Juli 2018 lautet: Eddie A. war nicht verfügbar. Es gibt genau einen Tipp und der ist von dir, Erik. Oh. Tja, also entweder habe ich es dann richtig oder die anderen hatten alle keine Idee. Ja, kann auch sein. Wahrscheinlich. Du tippst die 1000 Glötzbobbelt vom Dr. Mabuse. Wobei das ja dann schon sehr speziell wäre, wenn das kommt. Ja. Stimmt. Weil aber, ja, hier schwäbische Mundart und so. Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich irgendwas, was nachsynchronisiertes? Weil der das gemacht hat, der hat ja normalerweise immer so bestehende Filme irgendwie nachsynchronisiert auf Schwäbisch oder so. Weiß man das? Oder ist das neu gedreht? Laut dem Trailer ist es so, ja. So wie ich es weiß, ist es neu vertont und auch neu geschnitten oder irgendwie sowas. Ah, okay. Also anders zusammengeschnitten oder so. Cool. Also, keine also, Ahnung. Also sollte ich das... Ich kann für mich mal sagen, mich macht so ein Film echt extrem neugierig. Ja, ich hoffe nur, dass es nicht ganz so schlimm Mundart ist, sonst verstehe ich die Hälfte nicht. Also Klotzböbbel könnte ich mir noch halbwegs herleiten, dass das irgendwas ist, womit geguckt wird. Nehmen wir einen Augäpfel oder so. Augen. Ja, Augäpfel oder so, ja. Genau. Aber wenn das natürlich dann Schlag auf Schlag im Film geht, dann ja, könnte es sein, dass ich Untertitel brauche. Ja, wenn das kommt, dann lernst du nur Apples. Genau. Doch, super Sache. So ist das. Aber vielleicht kommt da dann doch irgendwas ganz anderes. Das kann natürlich auch sein. Ich habe bloß das eine irgendwie getippt gehabt, während ich noch im Kino saß, bevor der Film losging. Fiel mir das nämlich gerade noch ein. Und da gab es nämlich noch einen anderen Film, den wollte ich eigentlich auch noch
tippen, aber das ist mir jetzt gerade irgendwie entfallen, weil Eddie Arendt hat ja in diesen ganzen Edgar Wallace-Filmen mitgespielt. Da gab es nämlich noch irgendeinen, der jetzt demnächst anläuft. Irgend so ein Krimi, der so in diesem alten Stil ist. Aber vielleicht kommt der ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Dann schauen wir mal in den Bereich gesehene Filme. Ich hatte es ja letzte Woche schon angedroht. Ich habe mir Mockingjay 2 angeschaut. Und bei Mockingjay 2, wo ist denn jetzt mein Tab hin? Ach, vielleicht, Kate kann es mir bestimmt sofort sagen, worum es da ging. Also schließt sich quasi nahtlos an Mockingjay 1 an. Das wäre quasi so, als hätte man da einfach mit der Schere mitten durchgeschnitten und quasi mitten in der Szene rein, so ungefähr. Fängt quasi da an, wo Katniss quasi, die wurde ja gewürgt am Ende von Teil 1 und dann wacht sie da in so einer, oder ist in einer Krankenstation. Und dann geht es genau da auch weiter. Ja, genau, ist in einer Krankenstation und hat da so eine Halskrause dran und da sieht man die ganzen Würgemale und so und sie kann ganz schlecht reden, weil da auch der Kehlkopf irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist. Und ja, dann geht's aber richtig, richtig los. Also der zweite Mockingjay-Teil, wie man es ja auch schon vermutet hatte, dass der erste Teil eher so diese Einführung war in das ganze Thema, was da jetzt kommen mag, diese ganze Revolution. Und der zweite Teil, da geht's dann halt um die eigentliche Revolution. Also sind dann richtig Kämpfe und auch, was ich so interessant fand, auch so dieses Thema mit digitaler Propaganda, die sie da machen, da drehen die dann auch irgendwelche Videos ganz bewusst und so. Die Propos, ja. Und versuchen dann diesen staatlichen Kanal, wo sie irgendwie auf alle Geräte das durchpushen können, so fast wie bei 1984 war das, wo einfach so Sendungen überall bei jedem, auf jedem Gerät dann einfach laufen, dann versuchen die einfach da durchzupushen und dann ihre Nachrichten zu versenden, um die Bevölkerung halt in Kenntnis davon zu setzen, okay, hier, es gibt eine Revolution, hier schließt euch uns an und dann ja, bekämpfen wir das Kapitol, die uns halt da die ganze Zeit aussaugen, die dafür sorgen, dass wir uns die Köpfe einhauen, während es denen halt gut geht und ja, versuchen halt die Wahrheit dann zu verbreiten, was da wirklich dahinter steckt zwischen den Hunger Games. Und es geht da richtig, richtig ab, viele, viele Kampfszenen auch, ja, es kommen auch einige zu Schaden, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich will jetzt nicht sagen, wen es da so alles erwischt hier, aber ja, das war schon, ja, wurde ja auch in Berlin gedreht. Mhm. Das hatte ich damals, hatte glaube ich die Luise da auch erzählt gehabt, dass sie da im Tempelhofer Gelände damals einiges gedreht haben und auch ganz viel Statisten gesucht haben. Und ja, hat mich echt begeistert, dann der zweite Teil viel mehr als der Teil 1 von Mockingjay. Und es gab auch wieder mehr Bogenschießszenen, wobei ich muss sagen, die Technik hat nachgelassen von ihr. Das war jetzt bei Weitem, also ja, nicht so richtig perfektes Bogenschießen, was sie da gemacht hat, aber ja, gerade auch wenn sie so innerhalb von, weiß nicht, einer Sekunde 5 Pfeile abschießt, immer so ein Pfeil, nächsten Pfeil. Also wie so ein Maschinengewehr, also pff, das ist schon ein bisschen fragwürdig da. Aber gut, das ist nur mein... Das kann Arrow auch. Ja, Arrow, da lasse ich jetzt mal keinen Kommentar, wie nah das in der Realität ist. Nee, aber bei Mockingjay. Bei Katniss, also da war halt das Einzige, wo sie dann, ich glaube, wo sie dann später dann auch jagen geht irgendwie, wo sie ein Tierjagd da hat, sie halbwegs perfekt dann, glaube ich. Aber vorher war es eher so, naja, okay, ich lasse mal durchgehen. Für einen Hollywood-Film ist es immer noch im okayen Bereich. Ja, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja, also Tribute von Panem, Mockingjay 2. Ich weiß gar nicht, was habe ich dem vorher gegeben? Dem gebe ich irgendwie so einen halben Punkt oder einen Punkt mehr. Dann, was habe ich beim letzten Mal verteilt? Weiß gar nicht mehr. 7, glaube ich. 7? Oh, nicht bei 8. Glaube ich. Na, glaub nicht ganz ich. So, mach 7,5. Ja. Reicht aus. Auf jeden Fall Sehempfehlung. Dadurch, dass ich die vorhergehenden irgendwie kaum noch in Erinnerung hatte, die ersten zwei. Bitte? Ja, na, den ersten, ich wusste schon noch ungefähr, worum es da geht, aber so. Ich habe halt jetzt mit dem Mockingjay 1, ich habe mir blöderweise zu viel Zeit gelassen, die zu gucken, die zwei. Es geht auch, kann man gucken. Also es wird viel erklärt, was vorher war. Und
geht wesentlich mehr ab als in den vorhergehenden. Ja? Ich nicht zu. Weil, also, das Tolle am Teil 4 ist ja eigentlich, du hast ja in den ersten beiden Teilen immer diese Effekte, diese Technik, die in den Hummerspielen den Opfern quasi das Leben schwer machen. Genau, das kommt ja dann wieder. Mit ganz viel Technik, mit ganz viel Animation, mit ganz viel Psychospielchen. So. Und das hast du halt immer in diesem abgesperrten Gelände. Und diesmal, und dann hast du eben diesen dritten Teil, der so ein bisschen ruhiger ist, der sich Zeit nimmt, die Geschichte zu erzählen und die Planung vorzubereiten. Und dann haben wir diesen opulenten vierten Teil, der einfach nochmal alle diese Effekte und diese ganze Technik, die aus diesen Hungerspielen entstanden ist, in diese Stadt packt. Ja? Der Snow macht sich ja quasi um sein Kapitol herum seine eigenen Spiele. Ja? Er hat, da gibt es diese total zerstörte Städte, vom Krieg zerstört quasi. Und die stattet er mit dieser Technik aus. Und das in quasi im freien Gelände. Und das fand ich echt cool, dass wir hier wieder auf diese, dass im vierten Teil wieder auf diese Technik zurückgegriffen wird und die quasi sich wieder durch diese Fallen durchkämpfen müssen. Was mir halt in den ersten beiden Teilen so gefallen hat, dass sie quasi wie so Marionetten hin und her geschickt wurden, weil er machen kann, was er will. Ja, er guckt sich das an und sagt, oh, die Ketten ist, die ist mir jetzt zu nah und die ist zu weit weg von diesen anderen, die sie umbringen wollen. Wir machen da jetzt mal irgendeinen Höllenhund und dann wird die da schon wieder zurücklaufen. So, dieses Puppenspielen. Und das haben wir halt im vierten Teil nochmal auf einer ganz anderen Ebene, indem er halt hier diese Stadt und diese Stadtgrenzen und diese Ruinen verwandt, in Anführungsstrichen. Ja, also auch diese Walzen und so, die sich dann auf die zubewegen und alles. War schon extrem cool. Ja, ja. Diese, in diesem Tunnel unten, diese Untoten. Oh, ja. Das war ja auch, das war die Szene, die ich meinte, wo sie irgendwie in der Sekunde irgendwie fünf Pfeile, also fünfmal. Und vor allem der Köcher wird nicht leer, ne? Sie hatte irgendwie drei verschiedene Farben irgendwie von den Pfeilen. Schwarz, grün und gelb oder so. Und, das habe ich mir auch immer gesagt, aber dann ist mir mal nebenher beim Gucken aufgefallen, dass zum einen sie immer mal wieder welche eingesammelt hat, zum anderen gab es auch eine Szene, da greift sie nach hinten und hatte keinen mehr. So. Also speziell. Also ich meine ja nur. Speziell da unten, also bei diesen Untoten, ja. Da hat sie. An der Szene achte ich auf andere Sachen als auf Katniss. Nee, ich hatte vorher mal, da gab es mal eine ruhige Szene, da stand sie so da und da habe ich mir ihren Köcher, ihren Pfeilköcher angeguckt und da hatte sie von jeder Sorte irgendwie vier Pfeile, vier oder fünf, glaube ich. Also irgendwie 15 Pfeile. Das war, glaube ich, wo sie diese Ausrüstung neu bekommen hat, wo ich dachte, oh, sieht cool aus und so, der Köcher und so. Weil die hat ja auch irgendwie so einen Verriegelungsmechanismus, ne? Also wir hatten früher Köcher, wenn du dich da nach vorne gebeugt hast, sind die Pfeile alle rausgefallen, ne? Und die hat aber sowas, wo die irgendwie drinstecken, wo du ziehst und dann lösen die sich erst. Und genau, und dann hat die da irgendwie so zig von diesen Untoten da mit diesen Pfeilen, ne? Und dann saß du in der nächsten Szene, war der Köcher immer noch voll. Aber das sind Kleinigkeiten, das nehme ich Hollywood. Dafür haben die anderen auch unendlich Schuss in ihren Feuerwaffen gehabt. Das war auch dasselbe. Also von daher, ja, da sehe ich drüber weg, wenn die Technik halbwegs stimmt, das hat gestimmt. Gibt es wenige Filme im Hollywood-Bereich, wo man sagen kann, Bogenschießen wird halbwegs ordentlich. Das eine war Legolas bei Herr der Ringe und das andere war jetzt hier Katniss und alles andere kann man eigentlich in der Pfeife rauchen. Was ist hier Robin Hood? Was hier, Kevin Costner? Nicht wirklich. Okay, und Man in Tights? Helden in Strumpfhosen? Habe ich keine Erinnerung mehr, dass es irgendwie gut war. Also das Bogenschießen da. Ich dachte, ich frage halt mal. Na gut. Achso, ich habe ja sogar hier die Wertung drinstehen. 8 von 10 bei mir. Ja, im Dokument. Dann sind es ja jetzt 8,5, 9. Nee. Der zweite Teil, 8. Ja, dann noch ein Satz zu Ocean's 8. Den hat man ja in der Sneak schon besprochen gehabt. Meine Tochter wollte nämlich jetzt mal ins Kino mit ihrer Freundin, sage ich, na, was willst du denn gucken? Ja, da hatten sie erst überlegt, Love, Simon, habe ich gesagt, ach, guter Film, kannst du angucken. Am Ende wurde es dann Ocean's 8. Habe ich gedacht, ja, auch guter Film, weil da hat mich meine Frau noch gefragt, ist das was für die Kleine? Habe ich gesagt, ja, kannst du gucken. Habe ich nochmal überlegt, war irgendwas drin, so, ist mir irgendwas aufgefallen, was komisch. Nee, okay, kann sie gehen.
Ja, da war sie mit ihrer Freundin und dann habe ich natürlich hinterher gefragt, und wie fandest du das so und so. Habe ich mal vorsichtig mal nachgecheckt, ob sie so alle Wendungen richtig und überhaupt da. Aber nee, sie fanden echt gut. Schauspieler, und die haben wohl auch sehr viel gelacht im Kino. Also Ocean's 8, auch so für 12-Jährige empfehlenswert, offensichtlich. Kann man reingehen. Heist-Movie mit Mädels. Okay, ich habe vorhin mal ein paar Trailer-Tipps gestreut, nicht an Chris, der war da noch nicht da. Aber die Kate hat mal mit reingeguckt. Ich werde die auch dann mal mit verlinken. Vielleicht sehen wir die auch mal irgendwann in der Sneak Preview vorher. Und zwar sind mir die auch mal weitergeleitet worden. Der eine heißt The Domestics. Und also ich hatte von beiden vorher noch nie irgendwas gehört. Du schon mal, Kate, irgendwie, bevor ich dir das geschickt ja, habe? Ja, ich habe da letzt ein bisschen rumgeguckt, was so starten wird in nächster Zeit, was auf was ich Bock hätte, weil ich auch bald Urlaub habe, 2 Wochen und so. Und da bin ich tatsächlich über The Domestics, über das Filmplakat schon mal gestolpert. Und dann dachte ich, das sieht ein bisschen nach Purge aus. Und habe dann weitergeklickt. Tatsächlich, ja. Ich habe es gerade vor mir, das Filmplakat. Macht so ein bisschen den Eindruck von Purge. Spielt bekannteste Schauspielerin ist vielleicht Kate Bosworth, die da mitspielt. Und wenn man den Trailer so verfolgt, da wird auch drauf Wert gelegt, dass es irgendwie von den Produzenten von From Dusk Till Dawn oder so ist, dass die mit drin stecken. Gut, das muss nicht viel heißen, aber der Trailer macht eigentlich ganz gut Lust. Es geht irgendwie darum, dass in den USA ist irgendwie alles total zerrüttet, die Gesellschaft ist zusammengefallen. Man sieht am Anfang irgendwelche Flugzeuge, so Bomber, die werfen irgendwelchen Rauch oder irgendwelche Biowaffen ab. Man weiß es nicht genau, ist halt nur ein Trailer. Und dann veröden die Städte und irgendwie haben es ein paar nur überlebt und es bilden sich größere Banden, die in den USA ihr Unwesen treiben. Also das ganze Gesellschaftssystem ist zusammengebrochen und irgendwie, aus irgendeinem Grund muss natürlich jemand einmal quer durch Amerika durch und da das Gebiet von allen möglichen Banden kreuzen. Davon erzählt der Trailer ganz kurz. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Nö. Sieht sehr spannend aus. Also ich fand gerade so, das hat so ein bisschen was von Mad Max und Purge und so, alles diese Endzeit, irgendwie alles ganz düster und... Es fehlen eigentlich nur die Zombies. Ja. Zombies, ja, gut, muss ja nicht immer mit Zombies sein, aber allein, also wenn da so Menschenbanden, man sieht das ja hier bei diesem einen Typen da von Walking Dead, der mit seinem Baseballschläger, der es müssen ja noch nicht mal Zombies sein, es können auch Menschen sehr böse sein. Also, was ich das erste Mal dran denken musste, war, es gab halt nicht, als ich ein Teenager war, gab es mal so eine Serie, die hieß The Tribe. Ich weiß gar nicht, ob das eine deutsche Serie war, keine Ahnung, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, ich müsste jetzt mal erstmal gucken. Aber da ging es auch darum, hat ein Virus alle Erwachsene getötet und dann haben die Kinder quasi so Stämme gegründet und die haben auch alles für sich und für ihren Stamm getan. Und das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen bei The Domestics dran erinnert, dass sie dann in ihren Gruppen und ihren Stämmen, die sie dann entstanden haben, so ein bisschen miteinander verbunden sind und auch alles für ihr Territorium tun. Und was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum da diese zwei, die Kate Bosworth und Taylor Hoechlin, den ich auch kenne aus diversen Serien, den ich also auch gleich erkannt habe, warum die da jetzt quer durchs Land reisen müssen. Das hat es mir jetzt noch nicht erschlossen. Ach, da wird es irgendeinen MacGuffin geben, weshalb die da... Ja, bestimmt irgendwas mit einem Kind. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie jetzt geht, die wurden... Als das Ganze losging, wurden sie von ihren Kindern getrennt, haben sich dann zusammengetan und wollen jetzt nach Hause fahren. Oder so. Könnte sein. Oder ein Schatz. Vorstellen. Oder ein Schatz. Oder ein Gegenmittel. Oder ein MacGuffin. Ja. Und wer das hat, der ist dann der neue Präsident. Ja. Oder Präsidentin. Ja. Aber es sieht ganz cool aus. Die neue, also es die neue Angela Merkel da von USA. Oh Gott. Danke, Merkel. Also, Trailer Nummer 1, The Domestics, werde ich mit verlinken. Bin gespannt auf die Kommentare von den geschätzten Hörern. Der zweite Trailer heißt Kin. So wie Kind, aber ohne D. Kin, K-I-N. Und da finde ich jetzt gerade, doch hier, Originaltitel Bagman. Also ich habe es auf Filmstarts gleich gefunden. Unter Kin. Großgeschrieben, K-I-N. A-T.
Ja, ich gucke gerade von Josh Baker mit Jonathan Baker und Jack Rayner und James Franco unter anderem. Hier, also ich lese mal hier die Story vor, die ich jetzt gerade entdeckt habe hier. Ein gerade wieder aus dem Gefängnis entlassener Krimineller und sein adoptierter jüngerer Bruder werden dazu gezwungen, die Flucht zu ergreifen. Ein rachsüchtiger Gangster, gespielt von James Franco, ist ihnen auf den Fersen. Und auch die Polizei und eine Kompanie von Soldaten aus einer anderen Welt haben die Verfolgung aufgenommen. Der Vater der Geschwister, gespielt von Dennis Quaid, kann sie nicht beschützen. Ihre einzige Sicherheit ist eine Waffe mit mysteriösen Ursprungen, die sie gefunden haben. Auf ihrer Flucht schließt sich den beiden außerdem eine junge Frau, gespielt von Zoe Kravitz, an. Ja, also in dem Trailer findet er diese Waffe, so eine riesen Wumme. Also Arnold Schwarzenegger. Das ist ein kleiner Junge, ja. der das spielt. Arnold Schwarzenegger hätte da seine helle Freude. Es sieht so ein bisschen so aus wie aus diversen, Science-Fiction 3D-Shootern. Irgend so eine Riesenwumme, die, wenn man drückt, irgendwie so Unreal Tournament oder sowas, dann irgendwie so eine Welle durch die Luft verschießt, und dann gibt es irgendwie auch verschiedene Stufen, die man einstellen kann. Er stellt das eine Mal so eine hohe Stufe ein, und dann gibt es dann dieses Wow, wo er dann gerade geschossen hat, weil irgendwie gleich ein Loch in der Wand ist und die Bösen sind alle gleich mit weg. Und ja, von den Machern von Stranger Things stand am Anfang da, also ein bisschen mysteriös, hört man ja schon raus an dem Grundsetting. Müsste ja aber eigentlich was für dich sein, oder Kate? Oder? Ja, sah ganz cool aus. Also abgesehen davon, dass James Franco mitspielt und ich ein ziemlich großer James Franco-Fan bin, ja, fand ich das eigentlich mal wieder ganz cool. Es scheint so, wie gesagt, schon so ein bisschen mit Aliens zu tun zu haben. Also das sieht auch so nach Alien-Technologie aus, was der Kleine da findet. Auch diese, also was man so kurz in diesem Trailer halt mitkriegt, diese Verbundenheit zwischen diesen eigentlich ja Adoptivbrüdern, die aber scheinbar echt alles füreinander tun, fand ich echt schön. Also also der Trailer macht schon Lust. Ich weiß nur nicht, worauf das Ganze dann hinauslaufen soll. Und das finde ich aber wiederum gut, der verrät nicht so viel, der Trailer. Da ist dann halt die Gefahr, dass das irgendwie alles zerplatzt wie eine Seifenblase am Schluss. Aber na gut, startet am 13.09. in Deutschland im Kino. Der andere Film, den wir vorhin hatten, übrigens auch am 23.08. Das heißt also, in der Sneak Preview wird der irgendwann Anfang August laufen und der andere vielleicht Ende August. wenn alles passt, ja, dann können wir hier im Kinocast mal ausführlich drüber berichten. Die Trailer könnt ihr dann bei uns auf kinocast.net sehen. In den Shownotes rechts unten ist so eine Spalte, wo ich so extra immer so die Trailer verlinke, auch zu dem Film, den wir in der Sneak hatten und so. Ihr habt es ja vielleicht schon entdeckt. Jetzt werden wir erstmal einen Blick werfen, wie es im Kino in den Charts aussieht und was diese Woche so anläuft. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart auf Platz 10, Louis und die Aliens. Platz 9, Deadpool 2. Platz 8, The First Purge. Platz 7, How to Party with Mom. Platz 6, Solo, A Star Wars Story. Platz 5, Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Da wollte meine Tochter nicht rein, komisch. Platz 4, meine teuflisch gute Freundin. Da hatten sie überlegt, ob sie reingehen, da habe ich abgeraten. Aber der Trailer sieht schon witzig aus. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Story ist sehr dünn. Dann Platz 3, Love, Simon. Platz 2, Ocean's 8, hat meine Tochter und ihre Schulfreundin, zwei an der Zahl, mit dazu beigetragen. Platz 1, Jurassic World, das gefallene Königreich. Und ich gucke gerade mal, wie es in den USA so aussieht. Da ist auf Platz 1 schon Ant-Man and the Wasp. Yeah. Platz 2 ist Incredibles 2. Haben wir sonst noch irgendwas? Sicario läuft da schon, ist auf Platz 5. Ja, okay. Es starten folgende Filme diese Woche am 9. Ist das? Moment, nee, ist falsche Woche. 12.07. sind die Kinostarts diesen Donnerstag. Da startet zum Beispiel Die Farbe des Horizonts. Auf der wahren Geschichte von Tammy Oldham Ashcraft basierendes Survival-Drama um ein junges Paar, das nach einem Sturm auf einer Yacht im Pazifik treibt. Ja. Von Balthasar Komakur. Mit Sam Claflin. Kate, für dich. Ja. Aber irgendjemand hatte den in der Sneak gehabt. Irgendjemand.
Ich hab eine Erinnerung, dass irgendjemand über den Film erzählt hat und nicht so positiv, wenn ich mich da recht erinnere. Dann startet noch Hotel Transsilvanien 3, ein Monsterurlaub, deutscher Zusatztitel. Skyscraper startet. Ach, schade, den kriegen wir jetzt nicht in der Sneak, oder? Letzte Chance ist morgen. Passt das auf den Tipp mit Eddie Arendt? Nee. Eddie A. Punkt. Muss ja nicht Eddie Arendt sein. Genau, vielleicht ist es irgendein anderer Eddie. Vielleicht ist es irgendein amerikanischer Eddie, den wir nicht kennen. Ja. Eddie A. Eddie A. Genau. Vielleicht ist es auch Eddie Murphy. Eddie Murphy, what? Was für ein Hinweis. Eddie Murphy. Action-Blockbuster. Dwayne The Rock Johnson muss als Sicherheitsmann seine Familie aus einem brennenden Wolkenkratzer befreien, herausfinden, wer das Feuer gelegt hat. Ach du meine Güte, ist wieder alles auf ihm abgeladen. Aber er wird es schaffen. Ich vermute, er wird es schaffen. Haha, wer will gegen mich wetten? Lomo startet. The Language of Many Others. Da verlosen wir nachher noch die Freikarten. Der Einsendeschluss ist nämlich vorbei. Foxtrot hatten die Kollegen von dem Sneakpot, den das Sneak Preview gehabt. Ein preisgekrönter Antikriegsfilm von Samuel Maus. Es muss eine Familie den Verlust ihres Sohnes überwinden, bis die Geschichte eine absurde Wendung nimmt. Das spielt, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo in Israel und der Sohn ist an so einem Kontrollpunkt, hat er seinen Militärdienst geleistet und ist dort zu Tode gekommen und die Eltern besuchen dann diesen Militärpunkt und so. Ja, Super Troopers 2, den hatten wir in der Sneak Preview, können wir nicht wirklich empfehlen. Wenn ich mich da so recht erinnere, gab es nur eine witzige Szene. Und, echt, Mann? Habe ich verpasst. Die mit den Drogen, wo sie die Drogen verprobt haben. Ach, die fand ich auch nicht witzig. Ich habe verpasst, tut mir leid. Ich fand es lustig. Also die eine Szene fand ich lustig, ja. Okay, das läuft nicht an. Das Dokumentar läuft auch nicht. Los versus del Oviedo im Labyrinth der Erinnerung, im surrealen Drama des iranischen Filmemachers, warum hat denn das da einen spanischen Titel, versucht der alte Hausmeister eines Friedhofes, die Leiche einer unbekannten Frau zu bestatten. Na, das ist bestimmt wahnsinnig aufregend. Die Rückkehr des Helden, ein französischer Kostümfilm, auch ein Genre, was völlig unterrepräsentiert ist, Kostümfilm, mit Oscar-Preisträger Jean Dujardin, ne? Für welchen Film hat er seinen Oscar gekriegt? The Artist. Dieser schwarz-weiß Stummfilm da. Als Hochstapler und Melanie Laurent als gewiefte Aristokratin, die selbst einen Hang zum Lügen hat. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob da für irgendjemand überhaupt was dabei war diese Woche, außer Skyscraper. Skyscraper kann jeder gucken. Dwayne Johnson mit einer Beinprothese, wie er da über den Kran rennt und da auf das Gebäude zuspringt. Allein wegen dieser Szene würde ich mir den Film mal angucken, um zu sehen, wie das endet. Ja. Für euch was dabei? Nö. Nee. Das war eine Begeisterung hier. So eine Begeisterung hier. Du erwartest viel nach so einer Vorstellung. Ja, hätte ja sein können hier. Na gut, wir machen ja schon weiter mit der Rätselecke. Rätselecke. Ist da ein bisschen was reingekommen an richtigen und oder falschen Antworten? Ja. Also ich habe genau genommen zwei E-Mails bekommen. Also eine ist zum Thema Filmrätsel, die andere ist dann aus dem restlichen Briefkasten. Da müssen wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Stimmt, da habe ich wieder Kritik eingefangen, Rainer, oder? Ich habe einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Ich wurde darauf hingewiesen. Hat keiner bemerkt. Der Rainer hat mir geschrieben, und zwar wegen Filmrätsel. Nachdem ich letzte Woche so abgelust habe, glaube ich es diesmal zu wissen. Margos Spuren. Und das ist richtig. Margos Spuren. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich hatte irgendwie einen anderen Film im Sinn. Aber wir wollten ja eigentlich, ich wollte es dir hinterher sagen, nach der Sendung habe ich auch irgendwie vergessen. Du hast bis jetzt auch vergessen, welchen Film du dachtest, oder? Wenn du mir nochmal die Filmbeschreibung, wenn du die parat hast. Q hat schon lange ein Auge auf das rätselhafte Mädchen von nebenan geworfen. Als die beiden eine Leiche entdecken, beginnt ihre Reise. Genau, ich dachte, das ist dieser, es gab doch mal dieses US-Remake von Fenster zum Hof. Stimmt. Wie hieß denn der mit diesem Jungen? War das nicht? Der Hausarrest hat Disturbia. Ja, genau, das hätte ich gedacht. Keine Leiche. Vermuten die nicht, dass der Nachbar jemand umgebracht hat? Aber
in meiner Beschreibung finden die zwei eine Leiche. Ah, gut, hätte er sein können da. Die vermuten nicht, dass das passiert ist, sondern die finden. Deswegen ist es ja auch falsch. Ja, richtig. Naja, hast du denn für heute wieder ein Rätsel parat? Ja, und diesmal ist der Text ein bisschen länger als letztes Mal. Also, jetzt wenn die Katze ruhig ist, dann kann ich auch vorlesen. So. Mehr Informationen, ist ja. Drei Freunde wachsen behütet in einem Internat tief in der englischen Provinz auf. Aber ist diese überhaupt eine normale Schule? Wozu müssen sie sich dauernd ärztlichen Untersuchungen unterziehen? Und warum werden die Lehrer nicht Lehrer genannt? Alles, an das die drei geglaubt haben, erweist sich als falsch. Harry Potter. Nein. Nee. War ein Versuch. Ja, aber nein. Na gut, also mal sehen, wer es diesmal rauskriegt. Vielleicht gibt es da noch jemand außer dem Rainer. Der, dann schreibt an kate@kinocast.net. Ja, mal gucken, dass dann jemand weiß. Ich werde gleich mal schauen hier. Es haben wir hatten ja ein Freikartengewinnspiel für den Film Lomo, den ich ja persönlich sehr gut fand. Der startet ja jetzt, wie wir gehört haben, jetzt diese Woche. Das heißt, wenn wir jetzt die Gewinner ziehen, dann bekommen die Karten zugeschickt. Das macht direkt der Verleih. Ich leite dann gleich die Adresse weiter. Und dann können die diese Woche gleich ins Kino gehen und diesen Film schauen, der mir persönlich sehr gut gefallen hatte. Und es haben 18 Leute mitgemacht. Das heißt, in meiner Excel-Tabelle geht es von 2 bis 19. Könnt ihr mir jeder von euch mal eine Zahl sagen? Zwischen 2 und 19? Die 13. Die 18. Die 13 und die 18 habe ich da rausgehört in diesem. Ja. Okay, das ist einmal die Sandra Z. Ich nenne mal den Nachnamen nicht, aus Krefeld. Herzlichen Glückwunsch, 2 Karten gewonnen. Und die 18 ist der Markus Z. Hat aber einen anderen Nachnamen. Aus Hamm. Aus Hamm. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Hey, Glückwunsch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Warte mal, ich hatte doch hier mal irgendwo so einen. Ach nee, den kann ich. Hier. ja. Ihr könnt ja dann mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr den Film im Kino. Hört gar nicht mehr auf. Aber man kann mich hören, oder? Man kann mich hören. Okay. Das ist ein tosender Applaus hier. Mal gucken, wie lange das noch geht. Danke. Dankeschön, der Applaus ist gerechtfertigt. Ja, es war auch nicht einfach, die Frage. Also die Frage war ja, was er seine Eltern am Abendbrottisch fragt. Er fragt sie nämlich, ob sie noch Sex haben. Genau, das war die richtige Lösung. Man sieht schon, das geht sehr direkt zu in diesem Film. Und wenn Sandra und Markus mit jeweils Begleitung diesen Film gesehen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr dann mal einfach einen Kommentar schreibt oder irgendeine aktuelle Folge. Einfach schreiben so, hey, ich bin der oder die, die Karten gewonnen hat. Ich war drin im Film, war gut, war scheiße, was auch immer. Vielleicht noch ein paar Worte mehr, was euch gefallen hat oder nicht. Das wäre super. Dann kriegen wir vielleicht von den Filmverleihern dann auch demnächst wieder Karten und so, wenn es gut läuft. Ja. Alles klar, so, da war das mit dem Lomo-Gewinnspiel. Dann werfe ich mal einen Blick darauf, wer in der vergangenen Woche unsere Affiliate-Links genutzt hat, um sich irgendwas Schönes zu bestellen. Hier hat sich jemand einen Sonnenschirm bestellt für den Balkon. Ach, der ist auch schön bunt. 1,80 Meter Durchmesser. Eine Space Jam Blu-ray. Oh, den gibt's auf Blu-ray. Geil. 5 Euro. Oh, den klicke ich mir auch gleich. 5 Euro. Ich liebe den Film. Gleich mal zur Kasse gehen. Klick. Ey, 5 Euro machst du nichts verkehrt für eine Space Jam Blu-ray. So. Ja, der ist schon geil, der Film. Oh, ich habe mir gleich bestellt. Okay. 5 Euro bei Amazon. Also wer Space Jam nicht kennt und ein bisschen so auf Animation und Basketball und so weiter steht und so. Ja, geiler Film. Habe ich damals im Kino gesehen. Wunderbar. Geile Musik auch. Tesa Powerbond hat jemand bestellt. Montageband. Doppelseitiges Klebeband für eine besonders starke und dauerhafte Befestigung. Ich hoffe, damit hat jetzt nicht jemand diesen Sonnenschirm festgemacht, weil ich glaube, das hält der nicht. Was ist das? Höhefahrtscatch? Was ist das denn? Höhefahrts-Johnny-Catch-Auffangbehälter. Ach,
Ich verstehe. Das ist ein, wie soll man es denn beschreiben, ein kleines Behältnis, ein kleines Eimerchen. Da ist obendran eine Metalllasche und am Ende der Metalllasche ist ein Flaschenöffner. Und wenn man die Flasche da drin aufmacht, dann fällt der Kronkorken gleich in dieses Eimerchen rein. Das soll man irgendwie an die Wand machen hier. Okay, dann viel Spaß damit. was ist das hier? Sourcing Map Buher. Hat jemand einen Schraubenzieher bestellt? Kreuzkopf. Philips. Präzisionsschraubendreher. Vielen Dank. Was haben wir hier? Pokémon Ultramond Fan Edition. Sehr gut. Fürs Nintendo 3DS hat jemand das bestellt. Was ist das? Magic Deal Jack Buchse Dock Connector für Nintendo 3DS. Okay. Irgendein Ersatzteil für Nintendo 3DS. Okay. Wahrscheinlich ist da jemand die Buchse kaputt gegangen. Wusste ich gar nicht, dass es das auch bei Amazon gibt, solche Ersatzteile. Aber gut, vielen Dank an alle, die so die Affiliate-Links genutzt haben auf kinocast.net. Das unterstützt unsere Sendung jetzt, wo der Hauptsponsor weggefallen ist für das erste Halbjahr. Das ist umso wichtiger. Ich gucke mal in die Kommentare rein, ob da was da war zur letzten Woche. Oder hat von euch jemand zufällig die Seite gerade auf? Nee, ich sehe gerade, war nichts da. How to Party. Ich habe noch mal eine E-Mail gekriegt, wie ich ja schon erwähnt habe. Achso, die haben wir noch gar nicht. Dann schieß mal los. Moment. Guck mal. So. Also, ich habe doch letzte Woche die 5 besten Filme mit Tieren in der Hauptrolle quasi beschrieben. Und mir ist dann ein Fehler passiert. Und ich wurde darauf hingewiesen vom Oliver. Der hat mir eine E-Mail geschrieben und dann war ich erstmal total entsetzt über den Betreff. Denn sein Betreff nennt sich pures Entsetzen. Da zittert man gleich mit der Maushand beim Öffnen der E-Mail. Ja, nee, ich habe gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann klicke ich drauf und dann lese ich es und dann dachte ich so, oh Gott, puh, ja, blöd gelaufen. Und zwar ist mir nämlich ein Fehler passiert bei der Besprechung von Hachiko. Ich habe nämlich gesagt, dass der Mann, der den Hauptdarsteller, also der das Härchen spielt, George Clooney ist, aber das stimmt gar nicht. Das ist nämlich Richard Gere. Ah. Ja. Das ist mir übrigens letzte Woche auch aufgefallen, aber ich habe die Klappe gehalten, weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Warum hast du nichts gesagt? Du kannst mich doch korrigieren, wenn ich in meinem Jäscht irgendwas falsch. Ganz einfach, ich war total pur entsetzt. Ja, so. Und aber ansonsten machen wir das wirklich klasse. Und er ist ja der Meinung, dass wir durch die Decke gehen würden, wenn der Erik und ich uns öfter wie ein altes Ehepaar streiten würden. Boah. Dann würde unser Kinocast durch die Decke gehen. Okay. Ja, danke für die Korrektur, Oliver. Ich entschuldige mich ganz ehrlich gemeint. Es tut mir leid. Ich recherchiere nächstes Mal besser. Und ja, danke für das Feedback. Ja, danke für das Feedback hier. Also für mehr Streitkultur hier oder was? Ja, nee, ich kann ja mal ein bisschen aus Nähkästchen plaudern, was so die Downloadzahlen und sowas angeht hier beim Kinocast. Ich habe persönlich festgestellt, dass dass das eigentlich sehr stark vom Filmtitel abhängig ist. Wenn das jetzt irgendein Kracherfilm ist, den wir in der Sneak hatten, dann haben wir auch deutlich mehr Downloads, als wenn das jetzt irgendwas ist wie How to Party with Mom oder sowas, was wir jetzt gerade hatten. Offensichtlich, also die letzte Woche war jetzt nicht so. Man sieht es ja auch, keine Kommentare da und nichts, interessiert halt kein Mensch irgendwie die x-te Komödie mit Melissa McCarthy, die ihr Mann inszeniert hat. Wenn da aber irgendwie ein anderer Film dabei ist oder wir waren ja auch manchmal im Kino, wenn wir irgendwie einen Film in der Premiere gesehen haben, was weiß ich, Deadpool oder sowas, dann sind schon deutlich höhere Download-Raten und so. Aber ansonsten insgesamt, ich glaube, Podcast jetzt, wo Chris hatte mir ja mal den Tipp gegeben, wie man das auch zum Beispiel auf die Amazon Echos bringt und so, das hat schon auch was ausgemacht. Da sieht man auch, dass die Hörerzahlen dort immer weiter steigen. Ich höre das auch ab und zu mal, ich teste das dann, ob das klappt und so. Und du hörst deinen eigenen Podcast sehr gerne nebenher. Also einmal höre ich mir die Sendung auf jeden Fall immer nochmal an. Ist eine tolle Sache eigentlich. Höre meinen Podcast auch täglich dreimal und freue mich über die hohen Downloadzahlen. Nee, dreimal nicht. Einmal höre ich es auf jeden Fall irgendwo an, um zu sehen, ob da irgendwie noch irgendwie was, ob mir was durch die Lappen gegangen ist, irgendwo ein technischer Glitch oder sowas, was ich da irgendwie noch korrigieren müsste. Und das mache ich dann meistens irgendwie am nächsten Früh oder so, wenn ich auf Arbeit fahre. Aber ja,
Nee, gerade so diese neuen Sachen, also was halt extrem rückläufig ist, ist so diese, ja, dieses über iTunes hören oder auf der Webseite selbst anhören. Ja, das ist so gut wie nicht mehr vorhanden, also dass jemand auf der Webseite Play drückt. Das war früher mal wesentlich mehr, ja, dass da jemand die Webseite irgendwie in einem Tab offen gelassen hat und irgendwie die Sendung durchgehört hat. Man sieht ja auch, wie lange die gehört haben und wann sie abgebrochen haben und so. Ja, dagegen, ich hatte ja mal einen Test gefahren, mal auf Facebook zum Beispiel, ganze Sendung hochzuladen als Audio-File. Das lief dann dort ganz gut. Also konnte aber ja nicht, das fließt ja in die Wertung jetzt nicht ein, deswegen habe ich das dann auch mal gelassen. Es war nur mal so ein Test, um zu sehen, ob das jemand nutzt. Naja, gut, wir können es ja mehr zoffen hier, dann müssen wir hier mal ein bisschen unterschiedlich. Ich muss die Kate mal mit in die Sneak kommen, vielleicht hätte die ja Sicario 2 total schlecht gefunden. Dann hätten wir ja hier gleich mal ein Hühnchen gerupft, ja, in der Sendung. Ich weiß, ich komme gerade seltener mit. Aber ich habe einen Schatzi zu Hause, um den ich mich kümmere. Hm? Bei den besten Tierfilmen, da hätte eigentlich noch Clocks 2 reingehört, ne? Mit Interspecies Erotica. Mit dem Esel. Nein. Nein. Naja. Nein. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder? Dann schauen wir mal, was uns dann morgen in der Sneak Preview erwartet. Ob es für mich eine schwere Prüfung wird, meiner Fremdsprachenkenntnisse, oder ob wir einen anderen Film zu sehen bekommen. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Ihr hört es dann, liebe Hörer, ihr hört es dann nächstes Wochenende. Und ja, ansonsten sind wir durch, oder? Ja. Dann, ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Machen wir mal einen Knopf dran hier. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.